Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel zu Grundlagen der Funktionalanalysis. Heute geht es weiter mit Kapitel 8. Das wird sich beschäftigen mit dem doch wichtigen Konzept der Isomorphie. Und wir behandeln ein recht einfaches Fortsetzungsprinzip, das wir dann im Folgenden anwenden, um nochmal Integrale zu konstruieren. Das Prinzip der Fortsetzung, das werden wir auch nochmal in späteren Kapiteln ein bisschen genauer studieren, wenn ich mich jetzt nicht irre, genauer in Kapitel 18. Und zwar geht es da um den Fortsetzungssatz von Hahn-Banach. Das kommt also ein bisschen später. Wir machen heute erstmal ein relativ einfaches Prinzip, das dafür aber doch schon eine ganz nette Aussage liefert, wo man schon mal so ein bisschen sieht, wo wir überhaupt hinwollen mit diesen Fortsetzungen. Kapitel 8 ist heute relativ kurz. Ich bin mir fast sicher, dass das ein One-Take wird. Von daher vertrödeln wir keine Zeit. Fangen wir direkt an. So, wir wollen uns zunächst mal die begrifflichen Grundlagen schaffen, um überhaupt über Isomorphien reden zu können. Und dafür brauchen wir zwei normierte Räume und zwei metrische Räume, um halt verschiedene Begriffe darauf bilden zu können. So, zunächst mal, wann heißen solche normierten Räume isometrisch isomorph? Also x und y. Jetzt brauchen wir kurz einmal hier rot. Heißen isometrisch isomorph. Dem wollen wir auch gleich ein Zeichen geben, damit wir hinterher wissen, worüber wir reden. Das soll dieses standardisierte Isomorphiezeichen wieder sein, wie man das aus der linearen Algebra hoffentlich kennt. Ja, wann heißen die isometrisch isomorph, falls es eine Isometrie gibt? Was soll eine Isometrie sein? Das ist im Wesentlichen einfach nur eine normerhaltene Abbildung. Das heißt, es existiert eine bijektive, lineare Abbildung T, die x auf y abbildet und die eben Norm Tx gleich Norm x für alle x in x erfüllt. An der Stelle nochmal ein kurzer Hinweis zu den Normen. Die Norm von Tx muss natürlich im Bildraum gebildet werden. Und die Norm von x im Urbildraum. Das hier unten, das ist eine Isomorphie. Eine Isometrie. Eine Isomorphie, da brauchen wir ein bisschen weniger für. Da müssen wir nämlich nicht die Normgleichheit fordern. Jetzt wollen wir uns kurz anschauen, was Homöomorphie heißt. Das ist ein topologischer Grundbegriff. Der kommt ab und zu mal vor. Also da werden wir keinen Fokus drauf legen, aber ich möchte ihn an dieser Stelle einfach schon mal haben. Einfach damit da ist hinterher. Den könnte man auch jetzt so, wie er da steht, auf topologischen Räumen definieren. Brauchen wir aber nicht. Wir begnügen uns mit metrischen Räumen. Und zwar M und N, also die beiden metrischen Räume, die wir am Anfang uns genommen haben, heißen homöomorph. Zack. Homöomorph, das ist ein ganz tolles Wort. Ja, falls es einen Homöomorphismus dazwischen gibt oder eine Homöomorphie. Ich kürze das jetzt mal ganz elegant ab mit Hom. Homö. Nicht, dass man es mit Homomorphismus verwechselt, das wäre doof. Ja, was ist ein Homöomorphismus? Das ist im Wesentlichen einfach eine bijektive Abbildung. So weit, so gut wie oben, also eine bijektive Abbildung T, oder hier habe ich es F genannt, weil die eben nicht mehr linear sein muss. F von, erste Fehler im Skript, sehr gut, von M nach N, sodass F stetig und F hoch minus 1, also die Umkehrabbildung, die soll auch stetig sein. Das muss ein M sein, das muss ein N sein. So. Zack. Ja, jetzt können wir uns kurz überlegen oder kurz definieren, wann sollen denn zwei normierte Räume nur isomorph heißen. Also dann lassen wir quasi hier diese Isometrie, also diese Normbedingung fallen. X und Y heißen also isomorph. Ja, wenn es eine lineare Homöomorphie zwischen ihnen gibt.
Das ist im Wesentlichen recht kanonisch, weil wenn wir hier eine lineare Homöomorphie fordern, dann wird diese Abbildung hier linear bijektiv und damit haben wir hier vorne quasi diesen ersten Teil. Und wie gesagt, dieses isometrisch im Isomorph, das kommt aus dieser Normerhaltung. Gut, jetzt wollen wir uns noch kurz eine Einschränkung dazu definieren, weil wir haben ja nicht unbedingt immer Abbildungen, die surjektiv sein brauchen. Das heißt, wir müssen noch mal ein wenig allgemeinere Begrifflichkeiten klären. Und zwar, wenn wir uns eine lineare Abbildung t von x nach y nehmen, die hat es halt, wie gesagt, nicht notwendigerweise surjektiv sein muss, aber es durchaus kann. Dann heißt die Isometrie oder Isomorphie, je nachdem welchen Begriff wir gerade betrachten. Nee, andersrum. Ich bleib mal am Skript. Isomorphie oder eben Isometrie. Ja, wenn eben T vom Urbildraum X in sein eigenes Bild eine Isomorphie, beziehungsweise im anderen Fall eine Isometrie, ja, auf das Bild von x unter t ist, also auf R von t ist. Das heißt, wenn ich den Bildraum geeignet einschränke, nämlich nur noch das Bild des Operators bzw. der Funktion selber nehme und ich darauf quasi eine Isomorphie oder eine Isometrie bastle, dann nenne ich dieses t eben Isometrie oder Isomorphie, und jetzt kommt vielleicht noch das Wichtige hinter, von x in y, sonst haben wir keine Begriffsschärfe. So. Also dann heißen diese Räume zwar nicht selber isomorph, aber dann ist dieses T immerhin eine Isomorphie bzw. eine Isometrie vom Urbildraum x in y selber. Also gesagt, man möchte, kann man sich das als Einbettung vorstellen. Das ist nicht ganz trennscharf, aber das passt so halt. So, wir wollen als erstes ein Beispiel einer Isomorphie geben, das auch direkt nicht unbedingt trivial ist. Und zwar hatten wir im letzten Kapitel ganz zum Schluss dieses Integralfunktional kennengelernt, das einer stetigen Funktion eine reelle Zahl zuordnet, wenn ich eine Funktion in L1 vorgebe, sozusagen. Und dieses Integralfunktional, das wollen wir jetzt untersuchen, ob es eine Isomorphie ist. Und tatsächlich ist es eine, es ist sogar eine Isometrie. Und insbesondere, und das ist eine spannende Geschichte, ist das so ein Fall wie hier in D abgedeckelt, sie ist nicht surjektiv. Das werden wir jetzt schrittweise zeigen. Also die Abbildung, wie wir sie im Wesentlichen in 7, 12 hatten. Also J kriegt eine stetige Funktion, bildet die ab auf eine reelle Zahl unter der Vorschrift JG. Das G war fix. Von f soll einfach sein das Integral über so ein Kompaktum. F von t, G von t, dt. Das ist eine Isometrie. Ja, von L1, von K. Ja, weil wir setzen ja quasi das G hier rein. Das heißt, hier kommt das L1 von K rein. In den Dualraum von C von K. Das heißt, wir betrachten jetzt dieses J im Wesentlichen als Abbildung von G. Das heißt, wir betrachten nicht das Funktional im wirklichen Sinne, sondern wir betrachten eigentlich, also das hier oben ist sozusagen J von G, das quasi C von K nach R abbildet. Wir betrachten jetzt aber eigentlich die Abbildung, die J nimmt und eine Funktion in L1 von K, nämlich das G, abbildet auf ein Element im Dualraum, also auf so ein Funktional hier oben. Das ist eigentlich die Abbildung, die wir betrachten. Und das ist eine Isometrie und sie ist nicht surjektiv. So. Und das beweisen wir jetzt mal. Was machen wir zunächst? Zunächst zeigen wir mal, dass das Ding nicht surjektiv ist. Und dann gucken wir uns an, warum ist es denn eine Isometrie? Obwohl, wir machen das eigentlich andersrum. Ich habe es ja andersrum aufgeschrieben, aber wir machen es mal andersrum. Weil der Beweis der Isometrie, der ist echt nicht schwierig. Ja, also erstens. Sei G aus L1 von K, dann sagte uns 7.12. Eigentlich sagte uns da sogar eine Nummer was. Die habe ich nur schlauerweise nicht rausgeschrieben. Und zwar ist das die Nummer 7.9.
Da haben wir nämlich die Operatornorm dieses Operators ausgerechnet. Das ist einfach, wenn ich hier J von G nehme, davon die Operatornorm, dann kommt einfach die L1-Norm von G raus. Und das ist natürlich gerade die Voraussetzung, die wir brauchen für die Isometrie. Weil dass das Ding bijektiv ist, das haben wir im Wesentlichen schon geklärt. Und linear ist es sowieso. Und dementsprechend haben wir hier sofort die Isometrie fertig. Das heißt, daraus folgt, J ist Isometrie von L1 von K in C von K'. Also hier haben wir jetzt quasi diese Sprechweise aus der Definition oben und aus dem Teil D mal wirklich in Anwendung gehabt. Und jetzt wollen wir eben noch zeigen, dass das Ding nicht surjektiv ist. Und dafür zeigen wir, dass sozusagen die Delta, dieses Delta-Funktional nicht da drin liegt. So, jetzt machen wir uns folgende Voraussetzung, die das Leben ein wenig einfacher macht. Wir hatten ja gesagt, dieses k ist irgendwie eine kompakte Teilmenge von r hoch n. Und wenn wir jetzt ein Gegenbeispiel konstruieren wollen, dann machen wir uns das k natürlich möglichst klein. Das heißt, OBDA, für unser Beispiel reicht das, sei k jetzt einfach mal das kompakte Intervall minus 1, 1, was liegt in r hoch 1. Das heißt, wir nehmen uns quasi den einfachsten Fall, nämlich n gleich 1 vor für den r hoch n. Und dann nehmen wir uns ein sehr einfaches, kompaktes Intervall in r selber. Ferner setzen wir t gleich 0 und setzen uns ein g aus L1 von k, also L1 minus 1, 1 fix. Also ferner sei g in L1 minus 1, 1 fix vorgegeben. Das ist sozusagen die Ausgangsposition und jetzt wollen wir eben zeigen, dass es Funktionen gibt, die sozusagen konvergent sind, aber die hinterher nicht gegen das Delta 0 sozusagen, also Delta t konvergieren. Dafür betrachten wir sogenannte Dreiecksfunktionen. Das sollte jeder, der mal sich ein bisschen mit punktweiser und gleichmäßiger Konvergenz beschäftigt hat oder das mal im Studium machen durfte, eigentlich kennen, weil es sind immer diese sehr beliebten Gegenbeispiele für irgendwelche Aussagen über gleichmäßige Konvergenz, dass man sich irgendwie Dreiecksfunktionen bastelt, die eine gewisse Eigenschaft haben. Wir nehmen uns jetzt hier Dreiecksfunktionen fn, die immer stetig sein sollen auf minus 1, 1. Die sollen erfüllen, fn von 0 soll immer 1 sein und fn von s soll 0 sein für Betrag s größer gleich 1 durch n. Das heißt, das sind sozusagen so kleine Peaks, wenn man sich das malt. Ich versuche das jetzt mal mit meinen begrenzten malerischen Fähigkeiten hier auf dem Tablet. Wenn man jetzt für n gleich 1 zum Beispiel anfängt, dann geht das Ding bis 1 hoch und geht dann symmetrisch auf der anderen Seite wieder runter. Das ist ein Gleich hier im Übrigen. Wenn man jetzt das 1/2 nimmt, dann haben wir hier eben exakt nur noch die Hälfte, weil dann sind wir bei n gleich 2. Das heißt, wir sind schon bei 1/2, bei 0 wieder. Aber wir haben halt immer diese konstante Höhe oben drin. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein Viertel nehmen würden, dann wird sich das nochmal halbieren. Und was irgendwie anschaulich direkt klar ist, ist, das Ding konvergiert uns gegen den Delta-Impuls, also gegen das Delta-Funktional punktweise. Also was folgt nun? Wir müssen jetzt den Satz über majorisierte Konvergenz aus der Anna 3 einmal bemühen. Der findet sich wie immer irgendwo im Anhang des Caballo-Buchs oder halt in jedem Buch zur Analysis 3. Und der sagt uns Folgendes. Wenn ich das Fn jetzt in die Abbildung JG packe, dann ist das jetzt ja das Integral über das Kompaktum, also über minus 1, 1. Jetzt steht hier Fn von t, g von t, dt. Nun, jetzt haben wir eben, dass das Fn von S 0 ist, eben ab dieser Grenze. Das heißt, wenn das n gegen unendlich geht, dann muss das hier gegen 0 gehen als Integral. Das ist der Satz über majorisierte Konvergenz, weil eben die L1-Norm, die dahinter steckt, jetzt ja quasi von g auf dem kompakten Intervall, die ja quasi konstant bleibt. Und dann sagt der Satz über majorisierte Konvergenz eben, wir haben hier eine konvergente Majorante, wenn man so möchte, und dementsprechend muss dieses Integral uns gegen 0 konvergieren. So, was gilt aber natürlich auch? Gleichzeitig gilt, was ich gerade schon erwähnt habe, dass fn konvergiert natürlich punktweise gegen Delta 0 von f.
Ja, Delta 0 von f ist aber 1, weil die Grenzfunktion ist ja dann entsprechend gerade dieses Delta 0 von f. Und wenn ich Delta 0 von f an 1 auswerte und alle fn quasi in 1 ihren Peak haben, dann muss natürlich Delta 0 von f auch wieder 1 sein, wenn das f von t eben die Grenzfunktion ist. Und die Grenzfunktion kann man ganz explizit angeben, das ist 1 für t gleich 0 und 0 für t ungleich 0. Das ist die Grenzfunktion. Jetzt haben wir sofort eine unstetige Grenzfunktion. Das heißt, die Konvergenz ist nicht gleichmäßig. Ne? Das ist sofort klar. Und jetzt haben wir aber oben gesagt, okay, die majorisierte Konvergenz, das Integral muss gegen 0 gehen. Nennen wir das mal Sternchen. So, wegen Sternchen ist dies, also die punktweise Konvergenz gegen die Delta-Funktion, ein Widerspruch. Warum? Naja, wenn ich das Sternchen angucke, müsste das Integral, beziehungsweise dieser Satz hier, also dieser Ausdruck hier, der müsste ja gegen 1 gehen, weil ja die Grenzfunktion an der Stelle mal eine 1 ist. Das heißt, wenn ich mir das Integral hier drüber nehme, dann bleibe ich halt nur bei der 1, sozusagen über 0, und dann muss ich nur diese eine Strecke 1 aufsummieren. Das ist natürlich nicht der Fall. Also dann nennen wir das hier mal 2 Sternchen. Und dann ist das ja auch 2 Sternchen so rum. Dann gemäß 2 Sternchen JG von Fn gegen 1 gelten müsste. Da sagt uns der Satz von der majorisierten Konvergenz eben, das ist ein Widerspruch. Ja, und was haben wir damit? Also wir haben damit Delta 0 als Operator oder besser gesagt als Funktional, was jetzt in unserem Fall eben das Delta T ist, oder das T eben konkret auf 0 gesetzt haben, das ist nicht im Bild von J unter L1 von K. Ja, und damit ist J nicht surjektiv. Das hätten wir damit bewiesen. Gut. Das war auch fast schon die Hauptarbeit in diesem Kapitel, dieses Beispiel. Jetzt wollen wir noch quasi eine Begrifflichkeit festlegen, die wir brauchen, um überhaupt von Fortsetzungsprinzip hinterher reden zu können. Wir müssen uns natürlich einmal definieren, was wollen wir denn überhaupt von einer Fortsetzung erwarten. Ja, und dafür müssen wir uns jetzt eben zwei normierte Räume schnappen. Und wir nehmen uns einen Untervektorraum V raus. Also klar. Nennen wir mal nicht Untervektorraum, nennen wir mal Unterraum. Es ist natürlich ein Untervektorraum, weil wenn wir so einen normierten Raum auffassen, dann können wir den immer als Vektorraum sozusagen auffassen. Aber ganz sauber ist es natürlich jetzt von einem Unterraum zu sprechen. Und zwar so, dass f von diesem Unterraum nach y stetig ist. Und jetzt definieren wir uns, was soll eine stetige Fortsetzung sein? Das ist eine Funktion oder eine Abbildung Groß F, die jetzt vom ganzen Raum x nach y geht. Das Ding heißt stetige Fortsetzung. Das soll ich in Rot schreiben einmal. Das ist der Mauszeiger. Da oben. Was macht er da? Heißt stetige Fortsetzung von dem kleinen f. Ja, jetzt müssen zwei Dinge gelten, die man sich unschwer überlegen kann. Das erste, was natürlich gelten muss, damit es eine stetige Fortsetzung ist, das Groß F sollte stetig sein. Und damit es wirklich eine Fortsetzung ist, muss die Einschränkung von F auf den Unterraum wieder das kleine f sein. Oder im Äquivalent formuliert, wenn ich in Groß F was einsetze, dann muss für alle x in V das rauskommen, was in klein f steht. Das schreibe ich auch nochmal auf. Also das ist äquivalent dazu, dass eben Groß F von x das gleiche ist wie klein f von x für alle x in dem Unterraum. Das ist eine stetige Fortsetzung. Ja. Und jetzt haben wir sozusagen die Möglichkeit, dieses Fortsetzungsprinzip wirklich einmal aufzuschreiben und dann auch zu beweisen. Und warum das, wie gesagt, ganz schön ist, das sehen wir im nächsten Kapitel, wenn wir damit dann uns nochmal an die Integralkonstruktion wagen. Also, wir nehmen uns einen normierten Raum x. Dann nehmen wir uns einen Banachraum, y als Zielraum. Dann nehmen wir uns V-Teilmenge x einen Unterraum. Und wir geben uns eine lineare Abbildung t von,
v nach y stetig und linear vor. Könnte man jetzt zusammenziehen zu t ist irgendwie ein L von xy, L von vy, aber man kann es natürlich auch ausschreiben. Das ist jetzt persönlicher Geschmack. So, und die Aussage ist jetzt dann folgt. Es existiert genau eine stetige Fortsetzung. T quer von V quer, also vom Abschluss V nach Y von T. Diese ist linear. Und es gilt, die Norm bleibt erhalten. Also die Operatornorm. Das heißt, wir setzen von V als Untervektorraum oder Unterraum auf den Abschluss von V in x fort. Wichtig ist, es muss nicht das gleiche sein, weil x ist ja kein Banachraum, sondern nur normiert. Wenn ich natürlich eine y-Teilmenge nehmen würde, die ein Unterraum ist und ich würde das Ding abschließen, dann müsste natürlich hinterher das gleiche rauskommen, wie sowieso schon drin war. Gut, das wollen wir beweisen. Das sind ein paar Schritte, aber nichts Dramatisches. Also es ist ein bisschen länglich, aber es ist nichts Schwieriges dabei. Sondern man muss sich jetzt nur überlegen, erstmal, warum ist, wenn so eine Fortsetzung existiert, das Ding eindeutig? Und da muss man sich halt irgendwie das Ding mal so konstruieren, dass man auch dann glauben kann, dass das gilt. Also wir fangen mal mit der Eindeutigkeit an. Wir nehmen uns einen x aus v quer und eine Folge vn in v, die gegen x konvergiert. Also falls nun so eine stetige Fortsetzung t quer von t existiert, so gilt, dass t quer von x natürlich nichts anderes sein kann als der Limes n gegen unendlich t von vn ob der Stetigkeit von t, die gefordert ist. Ja, und die Grenzwerte sind natürlich eindeutig, weil wir sind immer noch in einem normierten Raum. Da sind Grenzwerte von Folgen immer eindeutig. Das liegt im Wesentlichen daran, dass jeder normierte Raum auch ein Hausdorffraum ist, weil ich zwei Punkte immer sofort trennen kann, indem ich bezüglich der Norm mir die beiden Kügelchen angucke und zwei Punkte, die einmal den Abstand von den beiden Punkten selber nehmen und dann jeweils die halben Abstandskugeln um die Punkte herum nehmen. Das sind dann trennende Umgebungen und damit hat man jeden normierten Raum als Hausdorffraum und in Hausdorffräumen hat man eben die Eigenschaft, dass Grenzwerte von Folgen eindeutig sind. Das heißt, wenn wir eine stetige Fortsetzung konstruieren können, dann ist er eindeutig bestimmt. So, zweiter Schritt. Ich gucke mir jetzt an, was passiert, wenn ich t von vn nehme mit dieser Folge v wie oben minus t von vm. Jetzt kann ich erstmal die Linearität ausnutzen. Das ist erstmal die Norm von t vn minus vm, wobei die Norm hier jetzt natürlich noch die Norm im Zielraum y ist. Und jetzt kann ich nochmal die Linearität von t ausnutzen zu dieser Standardabschätzung, die wir haben. Wir ziehen die Operatornorm von t raus und lassen hier hinten die Norm von der Differenz vn minus vm im Ursprungsraum stehen. Ja, was sehen wir hier im Wesentlichen? Hier steht einfach nur der Abstand der Bilder. Der wird hinterher beliebig klein, denn die Folge ist ja konvergent. Das heißt, das ist sogar eine Cauchy-Folge, was hier steht. Also die Bildfolge ist eine Cauchy-Folge. So, und jetzt kommt eben die Voraussetzung zur Folge, dass das Y Banach ist. Weil dadurch ist es ja vollständig. Das sagt uns jetzt nämlich, t von vn ist konvergent. Das heißt, Limes n gegen unendlich. Das, was wir ja gerade oben quasi als so eine Art Fortsetzung in Sternchen festgesetzt haben, das ist in Y auf jeden Fall existent. Das ist sozusagen der zweite wichtige Schritt. So, jetzt müssen wir zeigen, dass diese Definition oben, dass wir t quer dadurch festsetzen, dass wir eben diesen Limes hier bilden in y, dass das auch wirklich wohl definiert ist. Das heißt, dass es nicht von der Wahl der Folge abhängt. Dafür nehmen wir uns jetzt einfach nochmal eine weitere Folge. Die nennen wir un. Eine weitere Folge in V
mit der Eigenschaft, dass un jetzt auch wieder gegen x konvergiert. Und jetzt gucken wir uns mal an, was passiert denn, wenn ich jetzt die Norm von t angewandt auf vn nehme und davon die Norm, davon das un abziehe. Dann kann ich das nach den gleichen Argumenten wie oben auf der Linie, aufgrund der Linearität von t erstmal wieder abschätzen zu diesem Ausdruck hier. Das puster ich jetzt ein bisschen auf. Also ich addiere eine 0. Und zwar addiere ich hier hinten ein x. Dann wende ich einmal die Dreiecksungleichung an. Weiß von diesen beiden Folgen, dass die gegen 0 konvergieren. Also geht das hier gegen 0 für n gegen unendlich. Ja, und das heißt, t-Hut kann mittels dieses Limes, also mittels des Sternchens, auf den Abschluss von V wohl definiert werden. Also das heißt, wenn ich so eine Folge finde, die das erfüllt, dann kann ich auch eine andere Folge nehmen und das konvergiert letzten Endes gegen das Gleiche. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch abschließen, im letzten Schritt. Dafür brauchen wir folgende Voraussetzungen. V quer ist ein Unterraum von x immer noch. T ist linear. Hieraus, also aus diesen Voraussetzungen, die jetzt da oben stehen, folgt wegen der üblichen Abschätzung für die Norm T von Vn, die haben wir jetzt schon zweimal benutzt, die Abschätzung, das ist kleiner als die Operatornorm, mal die Norm von Vn selber. Jetzt lassen wir das n gegen unendlich gehen. Und was folgt dann aus diesen beiden Sachen? Naja, ich habe hier hinten stehen die Norm T-Hut von x ist kleiner gleich als die Norm T, also die Operatornorm von T, mal x selber. Weil wenn ich hier das n gegen unendlich laufen lasse, dann konvergiert das hier drin ja gegen x und dann habe ich hier gerade das T-Hut angewandt auf x stehen. Naja, und das Ganze gilt natürlich für alle x in V quer. Das heißt, das T-Hut ist auf jeden Fall schon mal stetig. Und die Norm von T-Hut, die ist auch wirklich die gleiche wie die Norm von T. Das folgt sofort aus diesem Ausdruck hier. So, jetzt können wir mal uns die Norm von T quer nochmal explizit angucken. Was ist das denn überhaupt? Also die Operatornorm. Das ist einfach das Supremum aller Vektoren x gemessen in der Norm auf x über der Bilder von T-Hut. Über die Bilder von T-Hut. Das ist natürlich größer gleich, als wenn ich das Supremum über Norm x, x gleich 1, die Norm T-Hut von x bilde. Ne, weil das ist das Gleiche, dann kann man sagen, es ist größer gleich. Das ist so ein kleiner Taschenspielertrick. Von den Normen hier hinten weiß ich, die sind ja gleich. Ne, weil da kommt ja das Gleiche raus. Das ist also Subnorm x, x gleich 1. Norm tx. Und das ist die Operatornorm von t. Hier oben ist noch ein kleiner Fehler drin. Das ist noch nicht gleich, das ist nur kleiner gleich. Mehr folgt da noch nicht. Und deswegen haben wir hier jetzt die Abschätzung größer gleich. Daraus folgt also dann, dass die Normen gleich sind. Ja, und eine stetige Fortsetzung, dass es eine ist, das ist klar, weil innerhalb dessen ist ja quasi das T-Hut genau das gleiche wie T. Wir haben nur auf V quer sozusagen durch den Limes dieser Folge das Ganze fortgesetzt. Das heißt, innen drin ist es klar und damit haben wir alle Eigenschaften nachgewiesen, die erstens eine Fortsetzung braucht und zweitens, die wir hier im Satz formuliert haben, nämlich die Linearität, die Normgleichheit und die Eindeutigkeit. Gut. Das wären alle Beweise in diesem Kapitel. Wir wollen das jetzt einmal noch kurz in einen, ja, konkreten Anwendungsfall bringen, indem wir noch ein Beispiel machen, wie das Ganze aussieht. Und dann wollen wir quasi uns noch anschauen, was haben wir noch so an Bemerkungen, die dazu passen. Also für das Beispiel nehmen wir uns ein offenes Intervall, Teilmenge R, eine Funktion f von AB auf R stetig. Und linear, damit wir den Satz anwenden können. Dann wissen wir nach dem Satz, okay, es gibt genau eine stetige Fortsetzung.
Nicht groß F quer. Das ist immer ein bisschen too much. Genau, eine stetige Fortsetzung. F quer von A, B quer. Naja, was ist A, B quer? Das ist einfach das kompakte Intervall A, B in die reellen Zahlen. Sodass F quer eben noch linear ist und die Norm erhält. Also, ich schreibe mal hin und Norm gleich. Und die können wir auch recht explizit angeben, denn man kann die einfach erhalten durch f quer von x. Das sind jetzt drei Fälle. Der einfache Fall ist natürlich, wenn wir im Inneren sind. Da bleibt es natürlich f von x. Naja, und außen nehmen wir einfach die Grenzwerte gegen die Grenzen, die existieren müssen, weil das f stetig ist. Beziehungsweise weil die. Ja, doch, weil das f stetig ist. Alles gut. War es gerade bei einer Folge. Das heißt, das hier wäre sozusagen die zugehörige stetige Fortsetzung, wenn man das im Eindimensionalen betrachtet. Und die ist in der Tat eindeutig, weil die Grenzwerte eindeutig sind. Das heißt, das, was wir scheinbar bewiesen haben, ist in der Realität auch zu gebrauchen. Na, weil immerhin wissen wir jetzt, dass das die einzige dieser Art ist und wir müssen nicht mehr suchen, ob es noch eine zweite gibt. So, zum Abschluss dieses dann noch recht kurzen, knackigen Kapitels fand ich auch ganz schön mal wieder nach dem etwas länglicheren 7er. Und es kommt auch jetzt ein etwas länglicherer Neuner. Gucken wir uns das mal noch ganz kurz an. Dieser 8,4 gilt auch, wenn wir einen halbnormierten Raum haben. Das heißt, wenn wir sozusagen ein bisschen wegnehmen von den Voraussetzungen, dann gilt das immer noch, was da steht, also dieses Fortsetzungsprinzip, weil wir haben ja nirgendwo explizit mal ausgenutzt, dass wir sowas wie eine positive Definitheit haben oder so. Und das ist auch ganz gut so, weil wenn wir uns eine Halbnorm anschauen, dann werden wir sehen, dass wir da gerade diese positive Definitheit fallen lassen. Also eine Halbnorm, das ist sozusagen einfach eine Abbildung P von einem Vektorraum V in R 0 plus, also die reellen Zahlen, die positiv sind und die 0 enthalten, mit zwei Eigenschaften. Einmal H1. H1 soll sagen P von Lambda x. P von Lambda x ist einfach Lambda P von x. Betrag Lambda P von x, also so ähnlich wie die Homogenität bei der Norm. Und H2 sagt uns, okay, wir haben immer noch sowas wie eine Dreiecksungleichung, man nennt das eben manchmal auch Sublinearität. Das heißt, wir haben bei einer Halbnorm im Wesentlichen die Normaxiome hier drin stehen. Nur wir verzichten auf die positive Definitheit. Insbesondere verzichten wir halt darauf zu sagen, dass die Norm ja nur dann 0 ist, wenn der Vektor drin 0 ist. Bei einer Halbnorm können wir sozusagen sagen, wir erlauben mehreren Vektoren unter der Halbnorm auf 0 abgebildet zu werden. Unter anderem sind zum Beispiel diese geschwungenen LP-Räume im halbnormierte Räume, weil das, was wir da haben, scheiterte ja nicht an diesen beiden Darstellungen, sondern das scheiterte nur daran, dass wir auch Nullfunktionen hatten, die unter dieser Halbnorm auf 0 abgebildet wurden. Und jetzt haben wir eben den Begriff Halbnorm geprägt und damit haben wir im Wesentlichen alles sauber nochmal hinterher definiert. Genau. Man kann diesen Vorgang, den wir bei den LP-Räumen gemacht haben, dann auch noch mal quasi so ein bisschen allgemeiner fassen, weil wir wissen, dass das hier gilt. Das heißt, die Menge Z aller x aus V, so dass p von x die 0 ist, das ist ein Untervektorraum von V. Also das V hier ist quasi ein K-Vektorraum. Das sollte man vielleicht dazu schreiben. Dann können wir eine Äquivalenzrelation definieren durch x steht in Relation zu y, wenn die Differenz gerade in z liegt. Und dann kann man eben die Äquivalenzklassen bilden. Und die Äquivalenzklassen bilden dann mit diesem p tatsächlich einen normierten Raum. Das heißt, das ist sozusagen diese wie heißt das Ding? Quotientenbildung.
hiervon. Also wir machen das ähnlich wie bei den LP-Normen. Wir fassen halt äquivalente Dinger zusammen und definieren dann halt den Raum nur noch auf den Äquivalenzklassen, die halt zusammengehören. Und dann statten wir den mit dieser Norm auf. Und das heißt, wenn wir das V nehmen, da das Z raus multiplizieren und dann P als Abbildung quasi draufwerfen, ist das ein normierter Raum. Das ist so ein bisschen ein allgemeineres Setting dieser Quotientenbildung, die wir in Kapitel 3 für die LP-Funktion schon mal angestellt haben. Und das ist tatsächlich ein Konzept, das wird uns immer mal wieder ein bisschen verfolgen, weil das ist doch ein recht mächtiges Ding. Ja, und wenn wir jetzt so ein x aus x nehmen und definieren die Abbildung px aus den linearen Abbildungen von x auf y, wenn das jetzt wieder normierte Räume sind, und zwar dermaßen, dass px von so einem Operator t abgebildet wird auf die Norm tx, dann ist dieses p eine Halbnorm. P Halbnorm und px von t ist gleich 0, genau dann, wenn x sowieso schon im Kern von t liegt. Das ist relativ leicht einzusehen. Denn was haben wir hier, wenn px von t gleich 0 ist, dann muss ja das hier hinten 0 sein und der Operator bildet ja auf die 0 ab, genau dann, wenn x im Kern des Operators liegt. Px ist aber natürlich nicht in dem Raum hier, sondern es nimmt sich ja ein Operator aus dem Raum und bildet das wiederum ab auf den zugehörigen Körper. Könnte also im Dualraum hiervon sein. Wenn man so möchte. Das muss ich auch im Skript nochmal ändern. Das ist nämlich ein kleiner Fehler, der ist mir durchgegangen. Das ist Quatsch, was da oben steht. So. Gut. Das heißt, wir haben jetzt nochmal mit dem Halbnormbegriff sozusagen eine äquivalente oder eine andere Möglichkeit, diese Quotientenbildung mal in ein, sagen wir mal, anderes Licht zu rücken, weil es doch ein allgemeineres Konzept ist. Es ist sogar ein sehr allgemeines topologisches Konzept, was dahinter steckt. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir für dieses Kapitel auch einen ganz netten Abschluss. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht beim Zuhören und Zugucken. Ich hoffe vor allem auch, dass es ein bisschen was gebracht hat, je nachdem, was man sich vom Video erwartet hat. Fragen, Anmerkungen und Kommentare könnt ihr mir wie immer unten drunter schreiben. Ich bin da froh über jede Art von Feedback, die ich da bekomme. Insbesondere gilt das natürlich wie immer auch für Fehler. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage einfach mal Tschüss.